die Hasen aus den Servietten zu falten, klappt ihr die Serviette einmal auf. Nehmt den unteren Teil der Serviette und klappt ihn einmal nach oben. Wichtig ist, wie bei jeder Falterei, dass ihr immer guckt, dass die Ecken gut übereinander liegen, damit es nachher ordentlich ist und auf beiden Seiten gleich aussieht. Und dann zieht er das hier alles ein bisschen runter. Anschließend müsst ihr die beiden Seiten hier an der Mittellinie nach oben falten. Wichtig darauf ist zu achten, dass ihr hier unten eine schöne Spitze habt. Das macht ihr auf beiden Seiten. Und faltet dann anschließend die oberen Ecken in die Mitte hinein. Bei diesem Faltschritt ist es wichtig, darauf zu achten, dass ihr hier oben eine schöne Spitze habt, weil das werden hier oben eure Hasenohren. Auch das wieder an beiden Seiten machen. Es wird dann ein bisschen knifflig mit dem Festhalten, aber nach ein bisschen Üben schafft ihr das auch, weil nun müssen diese Seiten erneut zur Mitte gefaltet werden, zu einem Drachen. Schön darauf achten, dass hier oben die Spitze gut gefaltet ist. Auf der anderen Seite auch den Drachen falten. Dann wird das Ganze einmal umgedreht, die untere Spitze nach oben klappen, nehmen und nach innen falten. Der Hase ist jetzt fast fertig. Aber damit er auch gut hält, kann ich euch empfehlen, hier unten in diese Lagen eine Büroklammer reinzumachen, damit die Serviette nicht vorher aufgeht. So, das steckt er hier einfach rein. Dann könnt ihr das alles noch ein wenig in Form zuppeln. Und schon ist euer Hase fertig.